Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gex Enter the Gecko, der zweite Teil der Gex-Reihe. Im letzten Part haben wir Resopolis gemacht, die letzte Leon Level, wir können jetzt schon lange zu Raz. Es gibt noch so viele Bonus-Sachen zu erledigen und du hast ja auch vorher noch die N64-Version begutachten, wie kacke die im Vergleich zur PS1-Version ist, wenn wir dann sehen. Plus... Es gibt halt dieses N64-exklusive Level und das würde ich gerne mit euch machen. Was? Thursday the 12th? I know what you're thinking. Okay. Nicht Freitag der 13. Find the items in a given time. Ja, so war es ja auch in Gex 3. Immer schnell Sachen einsammeln. Ich glaube, das war sau schwer. Das war so richtig Try and Error. Das ist nämlich Feuerhotel Mario. WTF. Okay. Konzentration bitte. Die Tür in der Mitte ist das. Wenn hier einmal eine falsche Tür geht, ja, ne. Das ist ja voll an Hotel Mario. Geiles Spiel auch. Für CDI. Hotel Mario habe ich richtig enjoyed. Das ist halt mal ein bisschen was anderes, ne? Oh Gott. Was? WTF. Das schaffe ich nicht beim ersten Mal. Das ist ja richtig mies. Ich glaube, ich mache das mit Safe Stats. Weil das ist ja nur ausprobieren, das ist ja voll gemein. Gut. So far, so good. Wieso glaube ich, dass die Tür nicht richtig ist? Ich glaube nicht, dass sie richtig ist. Bin ich ehrlich. Ja, die war auch nicht richtig, das wäre zu obvious gewesen. Captain Obvious. Hm, ich denke, die hier ist es. Glück musst du haben. Nee, ist nicht die richtige, also... Dann die dritte vielleicht? Tatsächlich. Nicht schlecht. Ich kann nicht auf die Zeit gucken, die will mich nur nervös machen. Scheint noch richtig zu sein. Oh, Gex, du bist ein Held. Und deine Zunge, deine lange Zunge. Nicht nur ein langer Schwanz, deine lange Zunge. Was? Hey, jetzt habe ich aber gerade einen Glückssträhne. Scheiße. Das ist doch safe, die Tür da hinten, die richtig ist. Ist so schwer zu erreichen. God damn. Hä? Jetzt mal extra Leben? Jo, nehme ich gern mit, ne? Hier war nur ein extra Leben. Dum, dum, dum. Dum. Okay. Ja, gut, das war natürlich jetzt nicht so gut. Oh, diese Bonus-Level. Es gibt einen Grund, warum ich die aufgeschoben habe. Oh ja. Oh ja. 5 Stück noch. Oh Gott, von wo bin ich gekommen, ihr Lieben? Ich bin wieder ganz unten, ne? Nee. Schön, Gex. Hier ist auch wieder nur ein extra Leben. God damn, jetzt mein Safe State. Ich will nicht alles normal machen. Das ist ja nicht mehr lustig. Oh shit, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir rein müssen. Okay. Das war nicht richtig, ne? Mann, warum gehe ich immer hier hin? Das ist ja mal richtig kacki. Vielleicht hier? Nee. Leider nicht. Ja, aber wo denn dann? Es geht ja gar kein Weg nach oben. Like WTF. Es führt gar kein Weg nach oben. Ah doch, jetzt. Hä? Das ist doch alles cursed. Okay, first try. Okay, first try. Nein, get the golden remote. Oh nee, ihr Schweinepriester. Ja, so viel zum First Try, ne? Oh, ist das doof, die Aufgabe. Ist zu schwer. Eigentlich musst du dir nur merken, wo du halt schon warst und wo nicht, ne? Hehehehe. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ach komm, ey. So nah vom Ziel verkackt. Tail time. Spart euch Zeit, spart mir Zeit, ne? Ihr wisst ja, warum ich das mit den Safe States mache. Das ist jetzt nicht die schwerste Aufgabe. Muss ja einfach nur den Weg merken. Wer den Weg kennt, der kann sich wie ein Gott fühlen bei der Aufgabe. Aber ja, ich kenne den Weg halt nicht, ne? So. Du. Ja, auch komplett exklusiv.
für die PlayStation 1 Version. Aber wir machen heute nur diese typischen Bonus-Level. Aztec 2. 2-Step, 2-Step. Find die Items in a given time. Ja, ist immer so. I've got 10 seconds to save the world. I've got 10 seconds to save the world. To save the world. Er ist in die... Der Indianer als kleines Girl, habe ich immer gedacht, das ist wirklich ein Indianer, ne? Ja, reden wir nicht drüber, über die peinlichen Gräueltaten meiner Kindheit. Sammeln hier irgendwelche Edelsteine. Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex werden stolz, wenn ich mir den Scheiß hier anschaue. Ich denke immer, ich kann hier was zerstören. War es nicht auch so? Also wir sind hier wie in den engen antiken Ruine. Also wirklich wie in Indiana Jones. Und natürlich fuckt die Kamera wieder ab, wie scheiße. Hm. Schwören können, dass da reingeht. Ich weiß auch nicht, wie knapp die Zeit hier ist. Aber wenn das früher oder später wahrscheinlich übel aussieht. Ich habe auch Angst, dass da oben was drauf ist. Na gut, gucken wir erst mal weiter. First try wird wahrscheinlich nichts. Erstmal gucken, was hier eigentlich abgeht, ne? Okay. Okay. Top Secret. Als Geheimagent muss Gex sowas aufdecken, das ist ja klar. Okay. Voll cool, ey. Wenn man jetzt auch noch von der Felskugel verfolgt am Ende. Wie in den Indiana Jones Film. Das würde mir noch ein bisschen Angst machen, ne? Hm. Da geht nichts auf, komischerweise, aber hier. Sesam, öffne dich! Vier Dinger fehlen noch. Können hier sein. Und ich hoffe es doch. Da haben wir noch eine Minute für die Golden Remote. Das war auch Verarsche, ey. Stay time. Einfach rechts war halt gar nichts. Get the Golden Remote. Schlangenköpfe fahren weg. Oh, die Zeit tickt einfach weiter. Snakes. Why does it have to be snakes? Kennt ihr den Spruch aus Indiana Jones? Ich glaube, das war hier in der... in diesen Atoll. Ja. Go, Speed Racer, go. Okay, Gex. Ach, das war ja einfach. Also die Bonus-Level, die richtigen Bonus-Level, die halt ein komplett neues Level-Film haben, in Gex 3 waren schwerer. Die waren wirklich brutal. Gab es auch so eine Art Indiana Jones Level? Wobei, das war ja Tomb Raider, ne? Naja. Geht gut voran. Ich weiß gar nicht, wie viele Bonus Level das sind. We will see. Da geht's ja nur zu Smell Razor. Den regulären Level. Nein! Gex, du Idiot! Oh, ich will das nicht. Ich will das nicht. Komm ich hier raus? Komm ich hier bitte raus? Danke. Aus Versehen nochmal Indiana Jones. Ja, ich weiß, du cosplayst gerne den guten alten Indie, den Professor und Archäologen. Aber lass es einfach, Gex. So, hier war, glaube ich, auch noch was. We will see. Hä? Aber hier doch nichts. Nee, okay. Ich dachte eigentlich, da geht's auch noch irgendwo hoch. War es woanders? Gibt ja noch genug Boni. Hier zum Beispiel 2 Stück. Was? Spy who loved himself. Okay. Find the items in the given time. Der Spion, der sich selbst liebte. Sorry, Agentenanzug. Was ist denn für ein Quatsch hier? Hier spielt auch die Agentenmusik. Ah, okay. Sorry, irgendwelche Aktenkoffer, die eine Handschelle dran haben. Warum haben die eine Handschelle? Aktenkoffer. Ich stehe jetzt nicht auf Fesselspielchen, Gex. Oh Gott, hier wird die Kamera wieder zum Verhängnis.
Das ist aber ein böser Jumpman vielleicht. Einmal runterfallen und darfst den ganzen Quatsch nochmal machen, ne? Ja. Bei der Kameraführung wird das wahrscheinlich nicht nur mir passieren, sagen wir es mal so. Ich weiß leider nicht, wie knapp die Zeit hier ist. Bislang ging das ja immer mit einem Zeitlimit. Sollen wir ein bisschen mehr chillen? Ey, warum fällt der denn da immer runter? Nö, dann mach ich das jetzt mal. Kurzer Cut. Na gut, dann machen wir mal ein Safe State. So, damit ich mir Ladezeiten sparen kann. Wir rollen mal Gags. So. Ja, also, es sieht verdammt einfach aus, aber irgendwie funktioniert der Level nicht. Man sieht einfach keinen Schatten, wo Gags hinspringt, weil es so dunkel ist. Und dann wird das ein bisschen tricky. Tricky dicky. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Ist das nicht schön? Hä? Okay. Bring mich hoch! Jetzt steil bergauf mit der Karriere hier von Gags. Oh, ich glaube, das könnte vom Zeitlimit richtig arschig werden. Ja, genau. Gut, dass er sich da festgehalten hat. To be honest. Sonst wäre es richtig kacke geworden. Ich sehe nichts. Boah, ist der Level schwer. Wegen der Kamera. Schon wieder. Es ist immer die Kamera. Es fehlen noch 26 Sachen. Ich sehe gar nichts. Leute, ich sehe absolut nichts. Das ist nicht cool. Wirklich nicht. Ich sehe nichts. Hilft auch nicht die heroische Agentenmusik. Die hilft absolut nicht. Ja, wohin? Kamera, please. Ich sehe nichts, ne? Okay. Geht wieder ein bisschen hoch. Ja, und jetzt? Ach so, klettern. Hä? Und jetzt? Ah, ja. Fuck this Level. Der Level ist richtig mies. Ich probiere mal eine andere Kameraeinstellung. Ah, geht nicht. Fantastisch. Der Level ist richtig mies. Einer der schwersten Level vom gesamten Spiel. Aber wenn du einmal runterfällst, ist wie Tic-Tac-Trauma. Bei Mario 64, dann bist du halt raus. Einmal runterfallen, du bist raus. Ja, kann ich direkt nochmal neu starten. Boah, nee. Leute, was ist das denn für ein Schmutz? Okay, ich nehme alles zurück. Die Bonuslevel werden schwerer. Nur weil es eben leicht anfängt, ja, kann ich mich da Damage boosten, danke. Weil ich glaube, wir hatten ja eben schon kaum noch Zeit. Es wird richtig knapp vom Zeitlimit auch. Hier müssen wir hin. Da müssen wir hoch, aber erstmal gilt es natürlich, hier die Koffer einzusammeln. Vor allen Dingen die zwei hier nicht zu verpassen. Der Sound für die gute Kamera in dem Spiel. Der Sound sagt, oh, die Kamera, die ist fantastic. Boah, das Fließband, das ist sauschnell. Und seht ihr die Kamera? Seht ihr sie? Darum habe ich hier ein Safe State gemacht, weil ich weiß nicht, warum er sich hier nicht festhält. Aber er macht es nicht. Er hält sich hier nicht fest. Wie soll das denn gehen? Er hält sich hier nicht fest. Wie kommt man denn da jetzt weiter? Er hält sich da nicht fest. Es muss doch so gehen. Die Kamera verstellt sich halt permanent. Die Kamera! Mann! Das gibt's nicht. Wie haben die sich das vorgestellt? Ach, da ist der Anfang. Ich bin dumm. Ja, die Kamera ist schuld. Ich konnte halt nicht sehen, dass hier der Anfang ist. Na gut. Aber es geht trotzdem nicht. Fantastisch. Hä, hey, was ist das für ein Scheiß-Level? Der Level ist absolut Müll. Einer der schlechtesten Videospiel-Level, die ich je gespielt habe. Guckt euch den Müll an. Du erkennst nicht mal, wo du drauf kannst. Hier ist das, glaube ich.
Gut, dafür habe ich jetzt eine Minute gebraucht, um zu wissen, dass ich hier drauf kann. Jetzt geht's. Wow. Lally, lally, get your adverbs here. Wow. Leute, was ein scheiß Level. Uns fehlen immer noch 16 Dinge. 16 Dinge, das ist ganz schön viel. Okay, gut, wenn die hier alle sind. Ja, ich nehme mich auch. Was bist du? Ein Hai-Roboter? Warum ist hier ein Hai-Roboter? Kann man den zerstören? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. It's daytime. Ach, man braucht gar nicht alle, oder wie? Lol. Braucht gar nicht alle. Interesting. Slip of the tongue. Okay. Darf nicht einmal mehr erwischt werden. Ha. Okay, das ist wieder geil. Das rettet den Level. Boah, agentenmäßig. Ja, und jetzt? Und jetzt? Was jetzt? Ich weiß nicht, was man hier machen muss. What the fuck? Hä? Ja, und jetzt? Was soll ich hier machen? Wer schafft's denn hier hoch? Da komme ich auch nicht drauf. Hä? Oh Leute, was ist das denn für Müll? Es gibt einen Grund, warum ich die Bonus-Level aufgeschoben habe, weil ich die hasse. Die sind echt scheiße. Ah ja, das ist auf einmal ein Trampolin, genau. Tja, müssen wir nochmal durch, ne? Das ist einfach nur grausam. Grausames Leveldesign und... Ach, Mann, ey. Das ist so gemein einfach. Gut. Brauchen die ja sowieso nicht, scheinbar. Zumindest nicht alle. Das ist so wack, diese Agentenmusik. Ich meine, ich spiele ja auch in der Overworld. Oh, schnell! Gex! Schnell, schnell! Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Ich will nämlich nicht von dem blöden Hai erwischt werden. Hi, 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 total. So. Ach, die kann man doch zerstören. Eben ging's nicht. Komischerweise. Eben ging's nicht. Nur eine Minute. Muss ich euch nichts erklären, ne? Dass das nicht viel ist. Das ist so geil. Okay, okay. Dieser Abschnitt ist wieder lustig, ne? So, Agenten-HQ. Das heißt, ich kann hier bouncen. Ja, sag mir das doch. Was willst du das denn wissen? Das geht sowieso nicht auf. Ja, was sollen wir denn hier machen? Ach so. Hehe. Clever. Oh Gott. Disco. Disco. Warum habe ich jetzt so einen komischen Anzug an? Okay, da ist die Remote. Sehr knapp von der Zeit. Ja, das war's wahrscheinlich. Ja, ich meine, die Kamera dance genauso wie die Dinger, ne? Was ist das für ein Scheiß? Ich mach jetzt den Safe-State, ist mir so egal. Hä? Wie? Okay. Das ist wieder das John Travolta-Outfit, ne? Mhm. Ihr mich auch. Boah, ist der Level schwer! Pardon my tongue, darling. Der Level ist so schwer! WTF! Slip of the tongue. Boah, ist der schwer! Oh mein Gott, Leute, das ohne Safe States. Das können die Entwickler gerne ohne mich machen. Den Scheiß. Hä, wie soll das gehen? Weil du musst da gleich so weit springen. Hier einfach nicht bewegen, mitdrehen. Die Kamera ist ein kleines Problem, ne? Habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Oh. Never again. Never again. Das erste Bonus-Level war vielleicht nervig mit den Türen. Aber das hier war einfach nur gnadenlos. Gnadenlos. Wirklich. Du hast schon mal so ein Level gesehen. Boah, war das gemein. Okay. Next one, please.
Find the items in given time in Dragnet. Ich glaube, das ist wieder so ein Resopolis-Level. Nee, doch nicht. My God. This is New York. I live here. Okay, Gex hat in New York gelebt, okay. Ah, oh, das glaube ich wäre ein chilliger Level, wo ich nicht ragen muss. Das heißt ragen, ich war nur richtig angepisst mit der Kamera und allen Scheiß. Das war nicht cool gemacht. Polizeimedaillons einsammeln, so ein ähnlich Level gab's auch in Gex 3, nämlich den ersten. War Gex auch ein Feuerwehrmann. Okay, hier gibt's diese Leitern und Treppen. Hm. Tricky. Warum fällt er da runter? Hm. I don't know. Danger, do not enter. Und was wollen wir? Wir entern. Habe ich da was vergessen? Ja, nicht verpassen. Hier gibt's, glaube ich, nur so viel, wie da angezeigt werden. Hä? Okay. I don't know. Was ist das? Pub? Hier sind auch noch Polizeimedaillons. Warum liegt der Toter? Warum macht der Geräusche? Das Spiel ist so geil wieder. Das ist schon wieder mehr nach meinem Geschmack. Hier geht's noch weiter nach oben. Ist okay. Kamera mitspielt zumindest. Oh, hier gibt's zwei verschiedene Wege. Viel zu viele Wege. Mhm. Okay. Und das führt da, wo wir gerade. Ja, okay, da waren wir gerade. Das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir noch den anderen Weg. Acht Dinger, das müsste ja möglich sein, oder? Müsste das möglich sein? Ja, wir werden es herausfinden. Wäre ja nicht schwer, der Level. Nur hier sollte man sich eine ideale Route festlegen. Am besten von oben nach unten das Ganze abgehen. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber ist okay. Hui! Flop! Flop, flop. Okay, da scheint nichts mehr zu sein. Oh nee, was ist das denn jetzt? Warum fällt's da runter, Gex? Du Idiot! Ja gut, das wird da nichts mehr, weil Golden Remote fehlt ja auch noch. Nicht nur die Golden Remote, es fehlen generell zwei Medaillen. Wo sollen die sein? Ja okay, es wird wieder nichts. Ich weiß halt nicht, wo die sind, ne? Ich weiß nicht, wo die sind. Warum ist es denn abgezählt? Ja gut, war bei Indiana Jones, glaube ich, auch. Ich wüsste jetzt nicht, wo es ist. Kann ich auch nicht zerstören. Hier kommt man nicht rein. Ah, da oben. Warum denn da oben? War ich doch schon, oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Wie kommt man da überhaupt hin? Ah ja, okay. Wofür ist der erscheinen? Das wirst du nicht mehr schaffen, das ist klar, aber wo würden. Ach, catch the train. Echt? Ja gut, in 8 Sekunden catch ich den Train nicht. Oh Gott, und die Zeit läuft weiter, das ist so verarscht, ne? What? Oh mein Gott! Was? First try! Auf der letzten Millisekunde. Oh mein Gott! Bin ich cool. Ja, okay. Am besten hier läuft, macht das so, dass ihr dann wirklich vor dem Train endet, wie ich. Das war jetzt natürlich Zufall, aber ja. Nicht schlecht. Das war auch ganz witzig. Sind hier auch noch Bonus-Level? Mega-Rass. Sind hier Bonus-Level? Oh. Bugged Out, den kenne ich noch. Den machen wir jetzt auch noch. Letzter Bonus-Level in diesem Part. Ja. 500 Channels and still nothing on. Ja, 500 Fernsehkanäle und nichts drin. Man kennt's, ne? Man kennt's. Nur Schrott im Fernsehen. Ja, und nun? Ah, okay, du musst die Käfer mit dem Rad beschwören, warum auch immer. Das jetzt auch geht in der Zeit, das ist eine andere Frage. Spielt in Resopolis, das ist ganz witzig.
Ja, ich denke, ich kann mich umbringen, ne? Ich kann mich umbringen. Das wird nichts mehr. 70 Dinger, das heißt 35 Käfer besiegen. Nille kann ich mich auch noch erinnern, das ist halt echt schwer. Sehr geringe Zeit. Vor allen Dingen, die Laufe halt so unberechenbar, wenn die, so ein bisschen Glück, wenn die nicht in deine Richtung laufen, dann schaffst du es halt nicht mehr. Das ist sehr luck-based, leider. Manche geben 3, warum geben die manche 3? Manche geben 2, manche geben 3. Oder geben die immer 3 und ich habe mich nur verguckt. Tricky trick. Könnte man auch liegen lassen, ne? Aber irgendwann despawnen die halt. Kommen aus dem Fernseher, nur WTF. Sehr seltsamer Level. Das ist halt für mich die Definition für einen Bonus, ne? Einfach hier ein paar Gegner bashen. Schön wie in Donkey Kong 64. Das ist Standard-Stuff, ne? Ja, das ist nicht mehr möglich, komm. Sieh zu, dass du stirbst, Gags. Das ist nicht mehr möglich. Ist echt schwer, scheiße. Wieso speichert er das jetzt? Ich hab nicht mal was geschafft. 70 Dinger, ey. It's tail time. Na gut, probieren wir's. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Schnell rüber. Ich weiß halt nicht, wo man am besten stehen sollte, hier oben. Immer 2 mitnehmen, 2 komische Käfer. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Oh, das war gut. Ja, in der Mitte stehen bleiben, das ist, glaube ich, gut. Weil die meisten Wege führen eben halt hier vorbei. Und dann kann man die so ein bisschen abfangen. Das war jetzt meine Idee. Mein Plan, mein Masterplan. Mein triumphaler Masterplan, der absolut scheiße ist, weil jetzt funktioniert die Strategie nicht mehr, seht ihr. Ist halt komplett RNG. Guck, jetzt hatte ich Glück. Sind alle da reingelaufen. Ja, wenn das so weitergeht, müssen wir es schaffen, oder? Das läuft ja nahezu perfekt. Viel besser kriegst du es ja nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie man das jetzt besser machen soll. Was mich halt ein bisschen wurmt ist, dass manche 3 geben und manche 2. Das nervt. Guck, der hätte jetzt wieder nur 2 geben. Immer 4 Minuten an mir. Ich hoffe nicht 2 Minuten, dann schaffe ich es nämlich doch nicht. Ah, jetzt habe ich aber wieder einen guten Run. 22. 22, die noch fehlen. Na gut. 16. 46 Sekunden. 16 und ungefähr 5 Spinnen, oder? Ja, weiß nicht. Kann man halt nicht sagen, weil manche halt nur 2 geben. Aber das sieht nicht gut aus. Nur 30 Sekunden. Irgendwie habe ich gerade Pech. Komm nicht mehr in meine Richtung. Goddamn. So ein Mist. Komm. Komm du auch. Yes, nur noch einer. Oh shit. Das muss jetzt sitzen. Letzter Versuch. Yes. Okay. Boah, das ist schwer. Ich muss nahezu perfekt laufen. Wie get the golden shit. Wo ist sie? Ja, okay. Erstmal wieder hyperventilieren. Scheiße, wo ist die? Wo ist die? Aber das ging ja dann nochmal gut. Ich weiß gar nicht, gab es die Bonuslevel auch auf in der N64-Version? Ich glaube, diese Bonuslevel ja. Die Bonuslevel, die da oben erschienen sind, hier, das Dinosaurier-Level und so, das gab es, meine ich, nicht. Ja, die hier. Und das vierte Mal Scream TV, Leute. Es ist ein Fest. Es ist wirklich ein Fest. Nochmal Scream TV. Gut, hier waren die Level. Den gab es auch nicht in der N64-Version, lustigerweise. Poltergeist. Konnte man nicht hier noch hochklettern, sag mal? Ich meine, immer da oben wären noch Bohnen gewesen, aber. Also bis zum nächsten Boss-Level möchte ich jetzt eigentlich nur mit euch zusammenlaufen. Den machen wir jetzt nicht mehr, aber ich will halt schon mal wissen, wo es dann weitergeht, ne? Aber aktuell bin ich ein bisschen überfragt. Hier vielleicht beim roten Tor? Maybe, just maybe, ja, hier ist einer. Gut,
Da machen wir nächstes Mal weiter. Da auch, falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!